Hallo, liebe Dark Souls 3 Freunde und willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part, in welchem wir gleich die verdammte letzte Fürstenasche auf den Thron legen werden. Aber vorher, bevor wir das machen, werden wir noch kurz werden wir noch ein bisschen die Leute einquatschen und sehen, ob es hier irgendwas Neues zu erzählen gibt. Schattenasche will sie haben, um das letzte Upgrade zu bekommen, okay. Was hast du eigentlich noch zu erzählen, Alter? Jetzt von dir aus noch was zu sagen? Okay, ich kann dich verstärken, oder voll? Weapons and protection are sturdy enough by and large. But when overused, they'll eventually break. When their durability is, use a powder, but should chance impel. I'll hammer them, they take, so. Okay, spannend. Pretty. Wobei ich sagen muss, dass die Haltbarkeit der Waffen in Dark Souls 3 relativ irrelevant ist, da ich habe mir sagen lassen, die Sachen, die man ausrüstet hat, immer wenn man am Bonfire sitzt, repariert werden. Also, was soll das überhaupt? Warum ist das Feature nicht gleich ganz rausgenommen? Ernsthaft, warum ist das überhaupt noch da? War von Anfang an vollkommen unnötig. Na klar, gib mir das. Was auch immer. Spannend. Hatten wir schon alles. Ich habe so das Gefühl, niemand hat hier mehr was Neues zu erzählen. Kann das sein? Was ist mit dir eigentlich, Bruder? Willkommen. Hey! Warte, es erinnert mich an was. Wir sind ja natürlich, wir haben den besten Eid aller Zeiten geschlossen. Das bedeutet, wir sollten uns natürlich dafür, es gibt eine Sache, die wir noch gar nicht gemacht haben und das ist... Das sieht bescheuert aus mit der Rüstung. Der gute alte Sonnengruß, wie ihn einst Solaire auch vollbracht hatte. Ich habe gar nicht erklärt, warum der Sonnen etwas Besonderes ist. Also die Bruderschaft der Sonne, was auch immer. Aber ich denke, wer Dark Souls kennt, der sollte ungefähr das einschätzen können. Kann ich dir das noch übergeben? Ah ja, kann ja nichts mit anfangen. Bin ich eigentlich mal gespannt, wie man das dann geben kann. Wahrscheinlich fehlt mir da irgendjemand. Ja. This spell is it may even serve as a link to Izalith. Alter. Fucking Izalith, das erinnert mich an die Hexe von Izalith. Und sie war ziemlich schrecklich. Sie hat versucht, das erste Feuer zu klonen. Hat nicht geklappt. Hat überhaupt nicht geklappt. Gut, ich habe das Gefühl, die haben alle nicht wirklich was Neues zu sagen, deswegen sparen wir uns mal die letzten paar. Einfach um euch alle nicht zu Tode zu langweilen. Ich bin auf sehr verdrehte Seen gestoßen, Alter. Okay, das hast du uns auch schon gesagt. Ja. Wandlung beginnen. Was können wir denn machen aus der Seele... Fucking Eldritch. Seele von, wie hieß denn nochmal? Der Prinzen... Der Zwillingsprinzen. Seele der Zwillingsprinzen. Alter, ein Großschwert! Das Feuerschaden macht, gib mir die Scheiße sofort! Zeig mir das Großschwert. Zeig mir das verdammte Großschwert. Lorians Großschwert. Das ist Steigos, der schwarz gefärbte Ultragroßschwert von Lorian, Prinz Lothrix, älterem Bruder. Bevor Lorian den Fluch seines Bruders traf, war er ein Ritter, der den Dämonenprinzen einhändig erschlug. Okay. Aber der Sieg entfachte sein Schwert auf ewigen Flammen. Bevor Lorian den Fluch seines Bruders traf, war er körperlich so geschwächt wegen dem Fluch von seinem Bruder? Habe ich das gerade richtig verstanden? Okay. Lorians Flamme, ein Vorwärtsschritt wandelt das Glimmen zur Flamme. Es folgt schwerer Angriff, der Flamme auf dem Boden entfacht. Alter, das ist halt einfach wirklich sein beschissenes Schwert. Aber ich hasse das Moveset. Ich hasse es sehr. Machen wir das aber noch. Oh mein Gott, seht euch die Scheiße an. Oh, das ist unglaublich cool. Seht euch die Scheiße an. Gefällt mir. Ist, denke ich, auch eine interessante Waffe, wenn man sie weiter upgradet, weil sie einfach mit... Stärke, Beweglichkeit, Intelligenz und Glaubensgeld. Das heißt, um wieder mal den Dark Souls 1 Counter für diesen Part wieder hochzubringen, damit ich es in jedem Part einmal erwähnt habe, muss ich sagen, das ist eine ähnliche Schwert, ich glaube, Waffe, ich glaube, das war sogar Atorias Schwert in, oder war es denn? Nee, es war nicht Atorias, es war, keine Ahnung, Gwyns Schwert oder keine Ahnung, in Teil 1 gab und das hatte auch ein Scaling mit allen Fähigkeiten, was die längste Zeit über eigentlich immer nur eine bedingt gute Waffe war, aber... Dann im Late Game, beziehungsweise wenn man dann alle Werte wirklich ziemlich ausgemaxt hat, wurde es dann so ziemlich zur besten Waffe. Einfach durch das viele Scaling. Das könnte bei der vielleicht auch der Fall sein, keine Ahnung. Ich werde es nicht herausfinden.
Gut, Joms große Machete. Ist natürlich ein bisschen lame. Man natürlich sagen könnte, oh shit, M&P, aber ich dachte, du wärst einer von den Leuten, die hinter dem guten Großschwert stehen. Ja, bin ich generell auch, aber Joms Machete ist stärker. Und ja, ich habe auch so das Gefühl, dass sie einen kleinen Ticken schneller ist. Dementsprechend, was soll ich sagen? Was soll ich machen? Okay, wie auch immer. Genug davon. Letzte Fürstnasche. Bieten wir sie da. Oh, das ist sein Kopf. Wie charmant. Heiliger König Lothric, letzte Hoffnung seiner Linie. Ach, er war der König. Sein Bruder war dann der Prinz oder was? Ja, wie auch immer. Okay. Wir haben alle vereint. The five lords sit their five thrones. Ja. All thanks to thee, most worthy of lords. Ich bin ziemlich würdig. Ashen One, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword, and let the lords' embers acknowledge thee as their true heir. A true lord, fit to link the fire. Warte. Ich bin ein Typ, der das Feuer weiterleben lässt. Okay. Das war also eure... Okay, ich sehe schon, ihr habt etwas egoistisch gehandelt. Denn eigentlich ist es nicht gut, dass das Feuer noch weiter brennt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber gut. Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Ofen der ersten Flamme. Oh fuck. Es geht also wieder los. Wir sind im Ofen der ersten Flamme. Wir sind hier, um Götter zu töten. Okay. Gut. Was ist denn das jetzt hier? Ist das jetzt die... Das ist nicht die gleiche dunkle Variante wie da, wo wir schon mal waren, oder? Nee. Steht das Gleiche. Riese der gottlosen Hauptstadt. Da kann ich nicht nach draußen. Da unten kann ich auch nicht rein. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, genießt den Ausblick. Denn ab jetzt wird alles schrecklich. Werde ich jetzt wieder zurückgeworbt? Ofen der ersten Flamme. Ja, wir sind da. Ja, es sieht ziemlich stark wie die Gegend aus, in der auch Gwyn sein Unwesen treibt, ja? Mit seiner letzten Kraft das Feuer
bestehen lassen wollte. Leuchtfeuer entzündet. Okay. Wie ihr seht, hier ist alles voll mit Asche. Also, das Feuer hier brennt ziemlich lange. Hier ist ziemlich viel durch das Feuer verbrannt. Puh, fuck, habe ich einen langen Lebensbalken, dadurch, dass ich gerade im Glutmodus bin. Ah gut, schauen wir uns... Alter, die fucking Sonne. Was ist das hier? Was erwartet uns hier? Wen haben wir da vorn? Seele der Asche. Okay, ich glaube, wir haben unseren Boss gefunden. Tatsächlich. Bro, hör auf damit. Was habe ich gerade gesagt? Hör auf damit. So. Au. Okay, sehr gut. Sehr gut. Lass mich erst was reinziehen. Ich weiß nicht, was du gerade gemacht hast. Oh, er gibt sich fucking... Oh, Bullshit-Magie. Oh, was? Okay. Sehe ich gerade richtig, dass er aktuell unverwundbar ist? Okay. Okay. Wir gehen wieder in den Nahkampf, sehe ich. So, fick dich. Ist damit. Oh Gott, okay. Oh Gott. Ja, hör auf damit. Shit. Er will mich nicht so recht hinter sich lassen, habe ich das Gefühl. Aber interessant, dass er auch Pyromantie drauf hat und alles. Ah, fuck. Dieser beschissene Triple Move. Gott, weg. So, komm schon. Nein. Hä? Okay. Sehr gut. Was ist der Plan? Lord of Cinder. Oh nein, er hat seinen Angriff erhöht. Oh nein, ich kenne diese Pyromantie. Und dieses auf mich zustürmen kann ich auch. Das kommt mir bekannt vor von unserem guten Gundyr. Bist du fucking Gundyr gerade? Der ist doch gerade fucking Gundyr, oder? Au. Nein, hör auf damit, hör auf damit. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Komm schon. Ich muss noch einmal heilen. Dann haben wir es, dann haben wir es, dann haben wir es. Fick dich. Und fick dich. Was jetzt? Okay. Er hat wieder volle Leben. Cool. Au. Okay, okay, ist ja gut. Nein, 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 nein. Oh, fucking, fucking, fuck. Ich habe nicht mehr viel Estus. Ah, nicht der Blitzspeer. Okay, dieses Moveset gerade. Ich will nicht sagen, dass es mir missfällt. Aber es erinnert mich an jemanden und genauso wie die Musik im Hintergrund gerade. Es erinnert mich zu stark an jemanden. Weißt du, an wen es mich erinnert? Willst du es wissen, du auf dem Scheiße? Ich denke, weißt du ganz genau, an wen es mich erinnert. Und ich bin tot, oder? Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Allerdings, letztes Estus. Ich weiß nicht ganz, warum er das macht. Oh, fuck! Ich glaube, ich hab's verstanden. Nein, nein, nein! Okay, komm schon. Komm schon. Nein! Oh Gott. Nein! Ich hab's verkackt. Ich hab verkackt. Okay. Fuck. Gut, dann, wisst ihr was? Heute genehmigen wir uns die Scheiße. Heute genehmigen wir es uns.
Gönnen wir uns die gute Glut. Gönnen wir uns die gute Glut. Dann würde ich sagen, wir versuchen das Ganze auf ein neues. War interessant, dass die zweite Phase einfach ein altbekanntes Muster ist. Nur in der Situation aus irgendeinem Grund viel schwächer. Ah, ich will mich nicht beschweren darüber, dass ein Gegner vielleicht ein bisschen schwächer ist. Kann es aber sein, dass er hier die verschiedenen Moves von verschiedenen Bossen hat, die man bisher so bekämpft hat oder so. Ich habe das Gefühl zum Beispiel, dass mit seinem fucking Speer... Ich meine, ihr könnt mir auch nicht erzählen, dass das nicht fucking Gundyr war. Und das hier, Moment, das ist... Warte mal. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste das hier doch gerade Abyss-Watcher gewesen sein, oder? Die Abgrundwächter. Oder sehe ich das falsch? Gott. Und das müsste... Ja, das ist die Feuerform von Abgrundwächter, oder? Ich meine, es macht ein bisschen so den Eindruck, versteht ihr? Ich will niemandem vorschreiben, welcher Boss er zu sein hatte, aber... Und das müsste der Götterfresser gewesen sein. Gerade. So, wir ziehen uns Estus rein. Okay. Abstand. Gut. Dann gehen wir in die zweite Phase, mein Freund. Ah! Oh Gott, ich hasse diese Schlagkombination. Okay, komm schon. Ja. Nein, 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 nein! Oh. Ich sehe schon, der Pack-Move, der ist eine Sache, der ich aktuell noch nur bedingt gut ausweichen kann. Und ich bin tot. Fuck. Hab mich zu früh geheilt. Okay, wir ziehen uns noch eine Glut rein. Okay, gehen wir nochmal rüber. Ich habe auch das Gefühl, dass das auch absolut noch nicht die letzte Phase von ihm war. Bin mir so sicher, dass danach noch irgendwas kommt. Okay. Allerdings habe ich diesmal sehr viel weniger Estus verbraucht im Kampf gegen ihn. So. Gehen wir rüber. Seele der Asche. Bringen wir die Scheiße zu Ende. So. Okay. Ja, das ist... Das ist sowas von der Abyss-Watcher hier, das Moveset. Er glaubt ihr gar nicht. Wisst ihr, was ich gerade für ein schönes Detail halte? Er hat so ein Bonfire-Schwert als Waffe aktuell. Ich meine, seht ihr das? Das ist dieses geschwungene Schwert, das man bei dem Bonfire hat. Ey, ich halte das für ein cooles kleines Detail, ehrlich gesagt. Für eine coole Idee. Ich hab's heute auch bekommen. Damit kann ich mich zu Bonfiren warpen. Warpst du dich auch gern zu Bonfiren? Liebe Seele der Asche. Oh, Gundyr. Nicht Gundyr! Ah, fuck. Kein Abstand. Nein! Fuck. Seele der Asche. Auf ein neues. Das war ziemlich gut. Ah! Komm schon, schlag zu. Alter. Das wäre ziemlich übel ausgegangen, wenn du mich mit der Scheiße getroffen hättest, mein Freund. Ist dir das bewusst? Das ist ziemlich gefährlich, was du da machst. Au. Okay, wir sind im, Nein, 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 nein. Nein, wir sind im Durst im viel zu Arrange-Modus. Gefällt mir nicht. Ist das? So. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, welches Moveset er jetzt gerade hat. Das ist, glaube ich, nicht vorteilhaft. Fuck. Was ist denn das jetzt gerade? Abstand. Okay. Komm schon, Gwil. Nein! Na. Könnte ja jemanden beschwören. Sun Knight. Nein. Ich werde hier bestimmt jemanden summonen, um den letzten Boss zu bekämpfen. Den werde ich doch wohl gerade noch so alleine schaffen, oder nicht? Hoffe ich.
Wobei ich jetzt schon relativ verdächtig lange nicht mehr über in die zweite Phase von ihm kam. Das ist vielleicht ein bisschen beängstigend. Und es auch jetzt gerade nicht so aussieht, als ob ich in nächster Zeit die zweite Phase kommen werde. Das war so fucking knapp gerade. So, weg dich. Nimm noch einen Schlag. Dankeschön. Okay. Was hat er jetzt für ein Moveset? Okay, es ist fucking Feuergwin. Nicht Feuergwin, sondern... Oh nein, Bullshit-Speer. Nicht der Bullshit-Speer, bitte. Ich weiß nicht, was ich vom Bullshit-Speer halten soll. Nein, hör auf damit. Nein! Fucking Bullshit-Speer! Warum schaffe ich es nicht, den Bullshit-Speer auszuweichen? Oh, komm schon. Der fucking Speer macht mich gerade fertig. Was ist da los? Hey, Seele der Asche. Fick dich. Was ist damit? Hä? Wie ist damit? Au, oh, was hab ich gerade für einen Vorschlag gebracht? Fick dich. Mann. Das war 1A Dodging. Von meiner Seite aus, möchte ich mal anmerken. So. Schlang zu. Nein. Nicht der Bullshit-Speer! Gott, ich hasse den Bullshit-Speer. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass ich dem Speer immer ausweichen will. Also nach hinten dodgen. Was nie wirklich gut funktioniert. Das war einfach nur schrecklich. Okay, komm, bevor wir jetzt nochmal ernster versuchen bei dem Boss, möchte ich kurz was anderes versuchen. Oh, fuck. Oh, fuck. Meine Parrying-Skills sind nicht so on point, wie ich mir das wünschen würde. Ich bin mir so sicher, dass man ihn parieren kann. Das will ich gerne mal sehen, ehrlich gesagt. Aber ich muss es erst irgendwie hinbekommen. Irgendwie, ja, lassen wir das. Ja, das Gefühl, mein Timing stimmt nicht, wenn es überhaupt geht. Naja, gut. Lassen wir das. Also gut, Seele der Asche. Machen wir wieder ernst. Komm schon. Bam. Und bam. Au. Das ist okay. Manchmal kann man Treffer einkassieren. Und den von gerade eben hätte ich nicht einkassieren sollen. Das war auch noch okay. Hey, tu mir einen Gefallen und geh jetzt nicht. Geh bitte nicht in deine Sperrform, okay? Bei der weiß ich nämlich nicht, was ich davon halten soll. Verstehst du? Au. Das war vermutlich nicht so gut. Okay. Warum bin ich gerade so scheiße gegen den Boss geworden? Oh nein. Oh, er geht Magieform. Wundervoll. Au, oh, nicht ganz so wundervoll, tatsächlich. Fick dich. Nein, 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 nein. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was zum Fick war das gerade? Ich meine, es war irgendwie cool, aber... Fuck, war die Scheiße beängstigend. Und da ist der Speer. Ich kann den Speer nicht leiden! Was ist der Speer? Warum killt er mich immer damit? So, fick dich doch, Seele der Asche. Mann, meine Stimme hat gerade fast versagt. Das wäre fast unangenehm geworden. Okay, 6 Essensflakons. Fucking fuck. Interessanterweise ist das irgendwie ein Boss, den ich mit jedem Versuch, den ich für ihn brauche, irgendwie mit dem ich mehr Probleme habe.
Ich weiß nicht ganz, wie es überhaupt möglich ist, aber es ist so. Okay, komm her. Hör bitte auf damit. Oh, komm schon! Er hat mich erwischt. Was stelle ich mich eigentlich gerade so verdammt scheiße an gegen ihn? Was ist passiert? Okay, das war soweit relativ solide. Phase Nummer 2. Habe ich ihn gerade wirklich seine fucking Ausdauer gebrochen? Was zum Fick war das gerade? Oh fuck, er ist im Power-Modus. Nicht der Power-Modus! Ich bin tot. Hey, kennt ihr das, wenn ihr einen Boss zuerst fast im First Try besiegt und danach einfach nur noch komplett verkackt gegen ihn? Es ist nicht so schön, kann ich euch sagen. Ich weiß nicht nur, warum ich so hart gegen ihn verkacke aktuell. Weil von dem, was ich bisher gesehen habe, ist es halt echt nicht so schwer. Ah, ich bekomme es nicht richtig hin. Nicht mehr. Ich werde mit jedem Versuch nur noch schlechter. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Kann ich dich jetzt bitte endlich besiegen? Verdammte Scheiße! Komm jetzt her! Seele der Asche! Wohl eher Seele der Tasche! Hab ich recht? Fick dich! Ich weiß nicht, wie du mich damit überhaupt erwischt hast, ehrlich gesagt. Ja, cool. Das war gut. Ich meine sicher, man könnte sich jetzt sagen, shit, MOP, ich sehe gerade deine Leistung. Wie kann es eigentlich sein, dass du nicht gegen ihn gewinnst? Ich weiß auch nicht so ganz. Ich weiß nicht wirklich, wie das möglich ist. Aber scheinbar ist es eine Sache, die durchaus passiert. Oh, okay. Zusammenreißen, Attacken lesen, angreifen. Einfach immer angreifen und bei der fucking Sperrform immer irgendwie um ihn herum versuchen auszuweichen. Nicht direkt in ihn rein, sondern um ihn herum. Da kann ich nämlich kaum was machen, wenn ich an der Seite von ihm stehe. Das ist alles. Und bei den Formen einfach nicht erwischen lassen. Das ist eigentlich auch nicht so wild. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe gesagt, eigentlich ist es nicht so wild. Also, bitte. Dankeschön. Wir brechen seine Ausdauer. Und komm schon. Schlagen. Schlag zu. Au. Oh Gott. Ausdauer regenerieren. Ausdauer regenerieren. Und. Bumm. Wundervoll. Das gefällt mir soweit ziemlich gut. Man kann hier halt natürlich auch diese fucking Ansteuerungen und alle zu seinem Vorteil nutzen. Ich weiß nicht mal, was das gerade ist. Ist das ein anderes Moveset gerade? Eins, das wir bisher noch gar nicht hatten. Kann das sein? Hä? Das hatten wir halt wirklich noch nicht. Was zum Fick? Doch, das hatten wir. Moment. Bro. Okay, komm. Ich renn zu dir rüber und hau dich auf die Schnauze, okay? Fuck! Nicht gut umgesetzt, dieser Plan. Nicht gut umgesetzt. Okay, er macht seinen Stecher in den Boden. Das heißt, wir machen unseren Power-Modus. Und damit ist unser Angriff gestiegen. Das heißt, wir können diesen fucking Gwyn. Oh Gott. Alter. Ich wollte gerade sagen, das heißt, wir können nur auf die Schnauze hauen, aber ehrlich habe ich das Gefühl, das klappt nicht so ganz. Komm, mach ne Combo. Fick dich. So, okay. Nein! Ich hasse es, wenn er mich packt. Ich hasse es so sehr. Okay, nein! Hab's verkackt. Okay, Leute, mir ist gerade was aufgefallen.
Und zwar gab es eine interessante Sache. Das war irgendwie was, das hat auch Melvin letzten Tag immer zu mir gesagt. Oh, kannst du den letzten Boss von Dark Souls 3 schon besiegt? Weil irgendwie vor dem Scherm was erzählt, was über den zu wissen gibt. Und zwar ist das jetzt eine Sache, die mir jetzt gerade so aufgefallen ist. Über diesen fucking letzten Boss. Er scheint ja ein Geheimnis zu haben. Ich meine, was ihr hier seht, ich meine, wir sehen ganz eindeutig, dass es nicht Gwyn ist. Man könnte vermuten, dass der Typ Gwyn ist, aber er ist es nicht. Die Sache an ihm ist nämlich, er hat diesen Helm und diese Rüstung, was nicht sonderlich Gwyn-artig wirkt. Und was ich mir jetzt gerade für eine Sache frage, ist, kann es sein, dass das der Typ aus Teil 1 sein soll? Es wird nämlich auch erklären, warum er, also der, den man in Teil 1 gespielt hat, es wird auch erklären, warum er immer verschiedene, andere Movesets haben kann, um die verschiedenen Character-Builds, die man haben kann, wiederzuspiegeln quasi. Und, deswegen hat er auch den Helm. Und am Ende von Teil 1 konnte man ja quasi zum nächsten, Gwyn quasi werden. Und ist das, weil er es gemacht hat, ist das jetzt das, was aus ihm geworden ist? Wäre das möglich? Wenn ihr versteht, was ich meine, ich kann es gerade schlecht in Worte fassen, weil ich gerade Kampf gegen den vermutlich letzten Boss aus dem Spiel bin, aber... Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? So, fick dich. Fick dich. Wisst ihr, was ich nicht mag? Wenn ich so einen Fuck-Angriff auf meinen Gegner mache und er noch überlebt und dann so eine Scheiße macht. Okay, du hörst deine Verteidigung, weißt du was? Fick dich. Fick dich, habe ich gesagt. Er hat jetzt seine Verteidigung ziemlich hart erhöht. Ich meine, wisst ihr das, was ich meinte? Das ist mir jetzt aufgefallen, weil... Ich meine, er setzt hier Pyromantie ein und das, was er gerade hat, das ist das fucking Krummschwert. Eine der Startklassen-Waffen aus Teil 1. Weiß ich, ob das in Teil 3 auch noch eine ist. Mann, ich war es geschafft. Und er setzt so viele verschiedene Fähigkeiten ein. Fast, als ob er verschiedene Character-Builds widerspiegeln soll. Und ich meine, der Helm, den er hat, das ist doch der klassische, was war das? Elite-Knight-Set-Helm, den er da auf hat. Nur ein bisschen verkohlt. Versteht ihr? Und ich weiß, dass über den Scheiben irgendwas Interessantes zu wissen gibt, über diesen Boss. Ist es das vielleicht? Ich meine, habe ich das soweit verstanden? Kann ich ihn jetzt endlich besiegen? Es wäre fast ein fucking First Try gewesen! Jetzt schaffe ich diese Fuck-Phase nicht mehr, oder was? Willst du mich verarschen? Mach jetzt die Scheiße! Ist halt echt nicht so schwer! Aus irgendeinem Grund bekomme ich es nicht hin. So, fick dich. Ist damit. Fick dich. Okay, cool. Weiß nicht, ob du es verstanden hast, aber was ich gesagt habe, meine Worte waren, fick dich. Und das sollte bedeuten, dass du mich in Ruhe lassen sollst, quasi. Natürlich, man könnte sagen, war jetzt nicht, allzu nett ausgedrückt von mir soweit, aber ich denke, die Botschaft sollte klar sein. Ja, das mit dem Speer ist echt, Gott, das Schlimmste, was er machen kann. Kannst du mal aufhören, diesen Dreher zu machen, verdammte Scheiße. Ja, das sieht doch schon besser aus. Siehst du? Gefällt mir doch schon alles besser, was du hier gerade machst. Boom. Au, hör auf damit. Okay, wir halten Abstand, der macht den Dreher. Dieser fucking Dreher. So, heilen. Das ist okay. Das ist nicht okay, heilen. Oh nein, 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 er macht Bullshit-Verteidigung. Nicht die Bullshit-Verteidigung! Lord of Cinder! Nicht die Bullshit-Verteidigung, bitte! Tu mir das nicht an! Fick dich! Und fick dich! So, wir halten wieder Abstand. Und wir gehen in den Power-Modus, um mehr Schaden zu machen. Okay! Finale Phase. Oh Gott! Das ist... Warum bin ich so scheiße in diesem Kampf geworden? Okay. Ziemlich gute erste Phase soweit hingelegt. Ziemlich gute erste Phase. Ich sollte mich einfach immer dann heilen, wenn seine Verteilung gebrochen ist. Er hat nicht... Er ist nicht gedodged, obwohl ich es gedrückt habe. Das war ziemlich cool.
Okay, fucking Quinn, Lord der Asche. Fucking... dieser Fuck-Angriff! Okay, fick dich. Nein! Komm schon. Nein, ich hab's verkackt. Er hat halt auch echt nicht viele Leben in der zweiten Phase. Also gut, wagen wir uns noch mal in den Kampf. Ich bin wieder frisch und munter. Ich habe, glaube ich, eine kleine Pause gebraucht. Ich habe die Fenster aufgemacht und ich habe was zum Essen gemacht. Zwei Nutella-Toast, falls ihr die Frage stellt. Man könnte natürlich drüber streiten, ob das wirklich was zum Essen ist. Und jetzt bin ich bereit für diesen Kampf. Bleib ganz ruhig. Wisst ihr, was das Schlimmste an diesem Kampf ist? Das Wissen, dass der Kampf nicht wirklich schwer ist, sondern ich mich nur wirklich unglaublich scheiße anstelle. Steht ihr? Das ist das Ärgerlichste daran. Das ist genau das gleiche wie mit der verdammten Drachentöterrüstung. War an sich auch kein schwerer Kampf, aber ich habe mich einfach so scheiße angestellt, dass es einfach für mich problematisch wurde. Und das ist das Ärgerlichste. Au. So, und Ausdauer gebrochen. Wundervoll. Ausdauer gebrochen bedeutet, wir nehmen die alten Seelen mit. Aus Prinzip, ich bin wieder mit meinen alten Seelen ausgestattet. Asche, Mann. Oh, fuck. Aber nicht so gut. Fällt auch gerade auf, dass ich aufs Klo müsste. Oh, shit. Was machst du? Okay, fick dich. Okay. Ah. Oh Mann, wir haben Bullshit-Klinge. Nein, nicht Bullshit-Klinge. Oh Gott, okay, er macht Giftgas. Das ist okay. Ich habe schon mal gegen Smogmog gekämpft. Ich weiß, was ich dagegen machen muss. Sag mal, Seele der Asche. Was hältst du von Smogmog? Bist du ein Fan? Ich dachte immer, dass du eher so ein Schneckmark-Typ bist. Wegen, weißt schon, Feuer und allem. Aber ich bin tot. Das ist eine super seltsame Form. Ich weiß, ich glaube, die Form kenne ich nicht mehr. Die macht er, glaube ich, am seltensten so ziemlich. Die von gerade eben mit dem fucking Krummschwert und den Kugeln um ihn herum. Aber hey, wir bekommen das hin. Vor allem wäre ich inzwischen bereit für seine Speerform. Mit der kann ich inzwischen umgehen. Aber natürlich macht er die nicht mehr aus. Er macht seinen Wirbelangriff mit der Speerform. Das sind allgemein so meine größten Probleme an den Kampf, der fucking Wirbelangriff. Und wenn er dann in der letzten Form ist, oder in der zweiten Form, ich vermute mal, dass es die letzte ist, dauert nämlich fucking lang, dahin zu kommen, wenn er da dann seine Bullshit-Kombo macht. Denn ich weiß nicht richtig, wie ich der Bullshit-Kombo am besten ausweichen soll. Das ist so ein bisschen mein Problem, aber ich denke, es sollte nichts sein, was ich nicht hinbekomme. Habe ich recht? Au. Sehr gut, Bruder. Hör auf damit. Ruhige dich. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben, alles wird gut. Wir ziehen uns Estus rein und regenerieren noch ein bisschen Ausdauer und dann machen wir das Ganze weiter. Das war nicht so gut. Okay, oh Gott. Ich weiß nicht ganz, wie ich dem gerade ausgewichen bin, aber es war ziemlich majestätisch, wenn ihr mich fragt. Darüber, von was da gerade eben passiert ist, darüber reden wir nicht. Bro, das war ziemlich knapp, Alter. So, das müsste aber auf... oh Gott. Oh, wir sind Bullshit-Speer. So, Bullshit-Speer auszuweichen ist eigentlich ziemlich einfach tatsächlich. Außer er macht das hier. Ich hasse es, wenn er das macht. Oder das! Das ist der Wirbelangriff. So, fick dich. Fick dich. Okay. Läuft soweit ganz gut, wie ich finde. Und fick dich. Ausdauer gebrochen. Wundervoll. Estus. Okay. So, das Wichtige ist, wenn er seinen Fuck-Speer macht, dann immer schön zur Seite dodgen, dann trifft er einen nicht mehr. Oh Gott, Krummschwertform. Nein, ich mag die Krummschwertform nicht. Nein! Oh Gott. Er ist im Bullshit-Power-Modus. So, wir greifen ihn nochmal an. Das heißt, er geht in seinen unglaublich guten, hohen Bullshit-Power-Modus. Das wiederum heißt, wir gehen auch in den Power-Modus. Und dann sind wir bereit für den Kampf, Quinn! Oh, Bullshit-Kombat hat mich erwischt. Ich liebe übrigens die Musik aus dem Kampf. Haben wir darüber schon mal geredet? Sie ist unglaublich fantastisch. Komm schon! Fuck! Egal, es war es wert. Okay, hat mich nicht getroffen damit gerade. Damit hat er mich getroffen, das war nicht gut. Okay.
Nein! Ich wollte zu viel Abstand halten. Fuck. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe einen Fehler in meiner Taktik gefunden in diesem Kampf. Wisst ihr, was der Fehler war? Das ist ein Schwertkampf hier. Und wenn man in einem Schwertkampf, Schwertkampf auftaucht, der sollte besser sein Schwert dabei haben, versteht ihr? Nein, das Schwert macht tatsächlich sehr viel weniger Schaden als die Machete, zu der sollte ich wieder zurückkehren. Ja, Leute, es hat sich ergeben, dass ich diesen Schild hier halte und gleichzeitig eine Fast Roll, eine vernünftige Rolle machen kann. Und wisst ihr was? Ich glaube, es ist eine Taktik, die ich jetzt ganz gerne ausprobieren will. Auch weil ich das Gefühl habe, ist dieser Schild, haben wir auch einen mit einer besseren Feuerresistenz? Der hier, aber der wiegt zu viel, den kann ich nicht mitnehmen. Ja. Versuchen wir mal mit dem Schild gegen Wind zu kämpfen. Wie wär's damit? Hey! Ich meine natürlich mit der Seele der Asche. Das ist natürlich nicht Gwyn. Ich weiß nicht, wie ich das verwechseln konnte. Total nicht Gwyn. Wir kämpfen jetzt gegeneinander, okay? Wie wär's damit? Ist ja was? Ich glaube, mir gefällt das Moveset von meiner Machete, wenn ich sie einhändig halte. Besser als zweihändig, ehrlich gesagt. Können wir darüber reden? Ja. Das sieht doch soweit ziemlich gut aus. Heil, 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 heil. Ups. Nimm dies. Schlag zu. Okay. Ja, große Angriffe sind vielleicht doch ein bisschen zu viel. Von denen sollte ich mich vielleicht dann doch nicht ganz erwischen lassen. Ah, fuck. Oh Gott. Abstand. Abstand. Heilen. Und... Au. Hör auf damit. Total nicht Gwyn. Und? Kollege, Kollege, hör auf damit. Ich bin vergiftet. Warum ist es so eine super schwache Vergiftung? Was ist denn der Sinn dahinter? Aber gut, will mich nicht beschweren. Dieser Angriff, der hätte ich bestimmt besser überstanden, wenn ich, auf Dodgen geklickt hätte, statt die Alternative zu wählen, welche nichts machen war. Okay. Mal nochmal den Angriff, bitte. Dankeschön. Okay, wundervoll. Bam. Ah, oh, fuck. Ich dachte, ich schaff's noch, mein Schild hochzuhalten. Hat nicht geklappt. Oh, fuck. Nö, 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 nö. Fick dich. Okay, Heilung. Heilung. Oh, da lebt noch der Haufen Scheiße. Ich dachte, wir wären schon in der letzten Phase. Das ist nicht so gut. Okay, komm, machen wir volle Leben. Machen wir volle Leben draus. Zeig, was du drauf hast, Kollege. Zeig, was du drauf hast. Machen wir das. Okay. Okay, okay, okay. Wisst ihr was? Im Großen und Ganzen war es trotzdem noch ziemlich gut, was ich gerade gemacht habe. Heil dich. Okay. Fucking fuck. Oh nein! Fuck. Der Schild bringt mir überhaupt nichts. Das Problem ist, ich bekomme keine wirkliche, wie soll ich sagen, keinen Bereich, wo ich ihn welche angreifen kann, wenn ich ein Schild trage. Das ist relativ scheiße. Das heißt ja, ich kann meinen Ring wieder anlegen. Yay. Okay, unglaublich gute Phase 1, möchte ich soweit anmerken. Unglaublich gute Phase 1. Okay. Phase 2 dann also. Hey, Gwyn, fick dich. Oh nein! Nicht der Bullshit-Angriff! Kann es sein, dass ich weniger Schaden nehme, wenn ich in meinem Glutmodus bin? Ziemlich so ein Gefühl, das ich aktuell habe. Ich meine, ich kann mich täuschen damit, aber... Ich weiß nicht. So, fick dich. Oh Gott. Nein! Nein, 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 nein! Oh Gott. Heil, 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 heil! Nein!
Oh mein Gott, Leute! Nein! Haufen Scheiße! Komm schon. Yes. Oh mein Gott, Leute. Das war wohl der Gott unserer guten Seelen. Ein Bosskampf, der auf der einen Seite interessant war, auf der anderen Seite schrecklich frustrierend für mich. Ich habe jetzt übrigens ungefähr eine Stunde für ihn gebraucht, habe nicht alle Versuche drin gelassen. Ich meine, generell, er war nicht schwer, aber aus irgendeinem Grund habe ich es verkackt. Hat mir nicht gefallen, wie der Bosskampf, nicht so gut wie der, um den Counter hochzubringen aus dem ersten Teil, aber war ein guter Kampf, vor allem aufgrund dessen, was er symbolisiert. Ich habe mich zwischendrin jetzt kurz auch drüber unterhalten und meine Theorie war richtig. Es ist quasi der Spieler aus dem ersten Teil, welcher damals auch die Feuer wieder entzündet hat mit seinem eigenen Körper und damit quasi zum Nachfolger des Lord Gwyn wurde. Beziehungsweise auch zum Aschefürster, aber er ist zum Nachfolger von Lord Gwyn und deswegen war dieser Boss jetzt zur Hälfte Lord Gwyn und zur Hälfte der Protagonist aus dem ersten Teil, was auch die verschiedenen Movesets in der ersten Phase erklärt, welche ungefähr alle so ein Stück weit, oder die ich bisher gesehen habe, so ein bisschen die Startklassen oder die verschiedenen Character-Builds widerspiegeln. Und das halte ich für eine ziemlich nette Sache. Aber gut. Wollen wir die erste Flamme binden? Und damit das Feuer weiter brennen lassen? Oder. Und damit die Zeit, das Zeitalter des Feuers weiterleben lassen? Oder. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Oder wollen wir vielleicht die Alternative wählen? Das Feuer ausgehen lassen und damit das Zeitalter der Dunkelheit anbrechen lassen. Auf ein weiteres. Ich habe das Gefühl, das ist nicht möglich. Gut. Dann binden wir das Feuer. Ich habe das Gefühl, ich habe hier nicht allzu viele Möglichkeiten, was ich machen kann. Puh, okay. Gehen wir rüber. Hallo, Feuer. Hallo. Letzte Flamme binden. Ja, bitte. Wenn mich nicht alles täuscht, werden wir jetzt übrigens ungefähr das, was wir soeben bekämpft haben. Wir haben den letzten Boss aus Dark Souls 3 besiegt. Welcher nicht so übel war, wie ich gedacht hätte, im Großen und Ganzen tatsächlich. Wobei er mich eine Stunde aufgehalten hat. Liebe Leute, man könnte natürlich jetzt streng genommen sagen, wir sind fertig mit dem Spiel, aber jetzt natürlich, ich habe die Credits geskippt, weil wir sind noch nicht durch. Das war noch lange nicht das Ende. Das war das Ende der Hauptstory. Eigentlich hätte ich es mit dem Kampf beenden sollen, aber wie auch immer, das war noch nicht das komplette Ende. Die zweite Reise im aktuellen Zustand beginnt. Die zweite Reise kann auch später im Schreinleucht voll begonnen werden. Das ist die Sache. Das wäre jetzt New Game Plus, welches wir beginnen könnten. Aber das möchte ich nicht. Denn wir sind mit diesem Spielstand noch nicht fertig. Es gibt da noch ein paar Dinge, die wir erledigen können. Es wird noch ein paar Gebiete optionale geben, die ich gar nicht gefunden habe. Zum Beispiel meine ich, dass es eins gibt, wo ich eine gewisse Brücke runterfallen lassen muss, welches ich einfach mal 100.000 Seelen, welches ich überhaupt nicht gefunden habe. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr machen, weil ich dafür wahrscheinlich zu overlevelt bin inzwischen. Allerdings gibt es, ich kann, der Wandlungsofen ist also noch da. Warte mal, kann ich mir jetzt, ich habe jetzt die Fürstenseele da, oder? Warte mal. Warte. Bevor wir weiter überlegen, möchte ich mich, Alter, ich hätte auch Jorms Großschild machen können. Das wäre eigentlich ziemlich cool gewesen. Aber wie auch immer, jetzt können wir uns ein schönes Neues machen. Seht ihr jetzt? Nein, ich will nicht die Lanze. Was war jetzt die neue Seele, die wir bekommen haben? Ich hab's gerade vergessen. Seele des Fürsten? Oh Mann. Oh mein Gott, das Feuerband Großschwert. Oh mein Gott! Das ist die Klinge! Das ist das verdammte, das ist das Bonfeuerschwert! Oh, ist das cool. Okay. Seele des Fürsten, okay. Seele des Fürsten. Können wir daraus sonst noch was machen? Sonnenlichtspeer. Den gab's davon nicht.
Okay. Ich würde sagen, das ist eine ganz klare Sache. Das ist eine ganz klare Sache. Wir wollen das Feuerband Großschwert. Denn das, liebe Leute, ich würde einfach mal sagen, ist eine Sache, die wir uns sowas von verdient haben für die Scheiße. Wo ist mein Feuerband Großschwert? Da ist es. Ich kann es zwar aktuell noch nicht halten, aber seht es euch an. Oh mein Gott, das ist so cool. Ah, er hat wenigstens die richtige Animation. Hey, weiß nicht, ich finde es ein bisschen kacke, dass er nicht so ein bisschen schwächlich hin und her schlägt, wenn dann die Werte dafür noch nicht hat. Das war eigentlich immer ziemlich cool. Ah, es ist nicht ganz so cool, wenn man es tatsächlich im Kampf schwingt. Gehen wir lieber wieder zurück zur Großmachete. Aber nichtsdestotrotz unglaublich fantastisch. Aber wisst ihr, was die bedeutet? Ich würde einfach mal sagen, wie unsere Dark Souls 3 Abenteuer. Ich hatte die ganze Zeit über den falschen Schild getragen. Ups, habe ich schon gewundert, das sah ein bisschen anders aus. Wie unsere Dark Souls 3 Abenteuer weitergehen, sehen wir dann aber wohl im nächsten Part. Und ich würde sagen, im nächsten Part, was unser Ziel sein wird, sollte relativ klar sein. Nein, nicht das. Ganz klare Sache, würde ich sagen. Die gemalte Welt Ariandel. Ariandel. Sie ist unser nächstes Ziel. Im nächsten Part. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Und ja, ich weiß, ich habe mich scheiße gegen den Boss angestellt. Ist ja gut, ich habe es selber mitbekommen. Hätte ich ihn im First Strike geschafft, dann hättet ihr alle. Könnte mir niemand mehr was sagen, aber ist nicht passiert. Insofern ist egal. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.